Anki ist die schlechteste Lernmethode im Studium und in diesem Video werde ich dir auch einmal erklären, warum das so ist und wie du denn wirklich effizient im Studium lernen kannst. Wenn man auf YouTube nach Lernmethoden sucht, dann dauert es nicht lange, bis man auf Anki stößt, das Karteikartenprogramm, wo du digital deine Karteikarten erstellen kannst, und es wird dann eben gesagt, dass es enorm hilfreich ist, weil es gibt dir einerseits eine Struktur vor, du stellst einmal deine Karteikarten rein, kannst es dann einfach immer wieder wiederholen, du musst nicht groß drüber nachdenken, sondern dann werden dir die Karteikarten in solchem Rhythmus immer wieder angezeigt, in solchen Abständen angezeigt, dass eben das optimal hängen bleibt, dass der sogenannte Spaced Repetition Algorithmus, und du lernst das Wissen auch aktiv ein. Also du nutzt das Active Recall, dass das Wissen aktiv abgerufen werden muss, du dich erst dann überprüfen kannst und dass das ja alle sinnvollen Methoden sind, die du im Studium brauchst, um mal wirklich effizient auf sehr gute Noten zu kommen. Nur zeigt sich eben oftmals in der Praxis, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Bei den meisten Studenten, wenn man sie mal fragt, die wirklich aktiv Anki nutzen, sieht es dann am Ende des Semesters oftmals so aus, dass man hunderte Karteikarten vor sich hat, was ja auch erstmal sinnvoll klingt, aber dann irgendwie gar nicht mehr dahinterherkommt oder man hat die dann erstellt, das sind entweder so viele, dass ich das gar nicht alles schaffen kann, oder dass man sagt, hey, es wird irgendwie so eintönig und ich kann das gar nicht aktiv lernen, ich habe das Gefühl, da bleibt auch nichts hängen und dann bringt das Ganze ja auch nichts. Also woran liegt das denn eigentlich? Und genau da entsteht nämlich auch das Problem, weil wenn du dich dann einmal fragst, nachdem du einfach nur in Anki die Karteikarten eingetragen hast oder das erst zusammengefasst hast und dann hast du es in Anki eingetragen, wenn du dich da 2-3 Tage nach der Vorlesung fragst, hey, worum ging es eigentlich jetzt letztens da nochmal? Was waren nochmal die Hauptpunkte vom Professor? Worum ging es da in dem Stoff? Was waren so die wichtigsten Punkte, dann würdest du wahrscheinlich sagen, ey, gefühlt habe ich vielleicht noch 20% im Kopf, aber sonst ist gefühlt alles schon wieder weg. Ich habe es natürlich in Anki drin, das heißt, man gibt sich ein gutes Gewissen, wenn man sagt, ich kann es ja hinten raus dann wiederholen, ich habe es ja da eingetragen und dann kann ich es damit dann noch lernen. Da ist doch die Frage, warum ist es denn überhaupt so, dass du eigentlich doch 2 Stunden wahrscheinlich mindestens damit verbracht hast, in die Vorlesung zu gehen, mit ein bisschen nacharbeiten und du sagst, da ist gar nichts von hängen geblieben. 2 Stunden ist enorm viel Zeit, die vor allem das ganze Semester über in jedem einzelnen Modul ja wirklich Unmengen an Stunden am Ende des Tages sind. Und wenn du da sagst, ich gehe da raus und sage, ich behalte da 10%, 15%, 20% vielleicht, aber der Großteil so richtig, weiß ich gar nicht mehr so, worum es da überhaupt ging, dann ist das doch ein Riesenproblem und dann ist da schon der Ursprung, wo das ganze Problem, was hinten raus dann kommt mit Anki, worauf ich gleich eingehen werde, dann überhaupt erst anfängt. Und dann kommen wir nämlich auch schon zu Fehler Nummer 2 und das ist dann die Haltung, dass man denkt, okay, ich kann eben im Studium im Grunde gleich weitermachen, wie es in der Schule auch immer war. In der Schule war es so, man hat sich dann immer ein paar Tage vor den Prüfungen nochmal hingesetzt, dann den Stoff nochmal wiederholt und dann konnte man eigentlich auch ganz gut die Noten bestehen. Ich kenne auch sehr, sehr viele, die haben für ihr Abitur Prüfungen teilweise einen Tag vorher gelernt und sind mit 1 Komma rausgegangen. Also das ist jetzt nicht so unbedingt enorm schwierig, aber dann denkt man, dass es im Studium genauso funktioniert. Nur ist im Studium nicht nur die Stoffmenge enorm viel höher, dass man sagen kann, hey, ich gehe einfach dann ein paar Wochen vorher schon an den Stoff und an das Lernen ran, statt ein paar Tage, sondern auch die Lehrgeschwindigkeit ist viel höher. Das heißt, man hat nicht nur faktisch viel, viel mehr an Stoff, sondern vor allem auch die Geschwindigkeit, in dem der Stoff beigebracht wird, ist viel, viel höher. Und während man eben dann früher im Unterricht auch eigentlich noch ziemlich gut mitkommen konnte, auch wenn man jetzt nicht so aktiv alles mitgelernt hat, man hat vielleicht die Sachen mitgeschrieben, dann konnte man trotzdem Woche für Woche da schon eigentlich ganz gut mitkommen, musste dann nicht so extrem viel noch kurz vor der Klassenarbeit oder der Abiturprüfung aufholen und dann da trotzdem eine gute Note bekommen. Nur im Studium ist es so, wenn du nach 2-3 Vorlesungen im Semester schon merkst, ey, ich fühle mich abgehängt, ich komme jetzt im Grunde gar nicht mehr richtig mit, dann machen die folgenden Wochen immer weniger Sinn. Der Prof wird eher tendenziell ja nur schneller, weil er mehr Sachen voraussetzen kann und die Stoffmenge steigt dir dann auch exponentiell an, die du dann irgendwo lernen musst. Und das ist dann eben nicht mehr so, dass es so ein bisschen mehr dann in der Klausurvorbereitung oder kurz vor den Prüfungen zu lernen ist, sondern dann kommt auf einmal ein riesiger Berg auf einen zu, gerade wenn du dann in 2-3 Wochen mal 5 oder 6 Klausuren schreiben musst, was ja im Studium ziemlich normal ist. Und da ist es eben einfach nicht mehr möglich zu sagen, ich lerne eben erst kurz vor den Prüfungen alles in diesem kurzen Zeitspann und auch egal, ob du da 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen dir Zeit nimmst, das wird einfach nicht nachhaltig funktionieren, weil du ja davor monatelang dann im Grunde die Zeit überhaupt nicht effizient genutzt hast. Also natürlich, du kannst auch sagen, ich nehme mir einen ganzen Monat vor den Prüfungen Zeit, schließe mich komplett ein und prüge mir alles rein, aber man will doch gucken, dass man möglichst das Ganze konstant abarbeitet, da gar nicht so einen riesen Aufwand hat und dadurch eben auch viel entspannter in die Prüfung gehen kann. Weil solange du erst kurz vor den Prüfungen alles einübst, wird es immer stressig werden, es wird immer zu mehr Druck führen, man wird weniger diesen Ausgleich haben, dass man genügend schlafen kann, dass man Sport macht, dass man sich mit Freunden trifft, und wenn du da anfängst runterzuschrauben, wirst du auch im Kopf weniger effizient lernen, es wird sich dieses Stresslevel immer weiter erhöhen und dann geht man in die Prüfung, steht schon unter ganz gutem Druck, dann macht man sich selber vielleicht auch noch Erwartungsdruck, den
wie das jetzt in der Klausur laufen soll und welche Noten man schreibt. Und dann kommt es auch nochmal häufiger zu Blackouts oder man hat dann doch die Sachen gelernt, also sind gerade wieder weg. Also das sind dann alles Sachen, die in so eine negative Teufelsspirale reinführen und die eben sich nur lösen lassen, wenn dieses anfängliche Problem, dass du aus der Vorlesung rausgehst und du nimmst gar nichts mit, dass das eben einmal geändert wird und dass du da eben auch schon mitlernst. Kurzum zusammengefasst, sollte also dein Fokus in der Vorlesungszeit darauf liegen, dass du die Vorlesung so effizient wie möglich nutzt, die Zeit, die du sowieso in die Uni ja schon reinsteckst, wo du Stunden jede Woche, deine 20 Stunden bestimmt jede Woche schon in der Uni drin sitzt, dass du die so effizient und effektiv wie nur möglich nutzen willst, weil sonst ist hinten raus ein riesiger Berg, wird den es noch aufzuholen gilt. Und wenn du jetzt eins und eins zusammenzählst, kannst du schon denken, Anki führt eben genau auch dazu, weil du wirst durch Anki nicht irgendwie während der Vorlesung besser aufpassen und den Stoff besser verstehen können, sondern das ist einfach eine Lernmethode, die dein ganzes Lernen nach hinten ausverlagert, bis du kurz vor den Prüfungen dann dir über mehrere Module hunderte, wenn nicht sogar, ich habe schon Leute gesehen, der tausende Karteikarten sich erstellt und dann sitzt man da 2, 3 Wochen, meinetwegen auch 4 Wochen vor den Prüfungen, sitzt jetzt vor 2500 Karteikarten und denkt sich, okay, jetzt soll ich das alles mal einlernen. Und dann setzt man sich jeden Tag 2 Stunden ran und dann hat das eben auch nichts so mit wirklich aktivem Lernen zu tun oder führt eben auch dazu, dass das sehr eintönig wird, dass es gar keinen Spaß macht, dass man sich richtig dazu zwingen muss und dann wird Lernen eben auch nicht wirklich effizient funktionieren. Und dazu kommt noch der dritte Punkt und zwar, dass Anki nicht über ein paar Wochen funktioniert. Anki und dieser ganze Spaced Repetition Algorithmus ist dafür gemacht, dass du über sehr, sehr lange Zeitspannen, monatelang, dir einen Stoff immer wieder anschaust und immer wieder wiederholen kannst und es so abgespeichert wird. Das funktioniert nicht in 2 Wochen, das funktioniert auch nicht in 3 oder in 4 Wochen. Weil überleg dir mal selbst, wenn du jetzt hunderte Karteikarten in der Klausurvorbereitung hast, dann geh mal in Anki rein und schau dir mal an, in welchem Tempo du die Karteikarten durchgehst. Das zeigt dir Anki auch direkt an. Da steht dann zum Beispiel 20 Karteikarten pro Stunde oder 30 oder meinetwegen auch 40. Und dann rechne dir mal aus, wie viel du jeden Tag, wie lange du jeden Tag lernen müsstest, um in diesem Tempo jede Karteikarte insgesamt 6, 7, 8, besser 9 oder 10 Mal wirklich zu wiederholen. Weil Anki funktioniert erst, wenn du eine Karteikarte wirklich sehr oft wiederholst. Erst dann funktioniert ja dieser Spaced Repetition und dieser Wiederholungsalgorithmus. Der bringt dir ja nichts, wenn du jede Karteikarte dreimal angucken kannst, weil du 2000 Karteikarten über alle Module erstellt hast, dann bringt es dir ja nichts, dass es dir über einen speziellen Algorithmus im regelmäßigen Abstand oder im genau den richtigen Abstand das Ganze zeigt. Dann ist es auch sinnvoller, dann lieber die Sachen mit eigenen Zusammenfassungen oder meinetwegen auch mit dem Skript einfach nur nochmal durchzugehen. Aber das soll auch nochmal veranschaulichen, dass dieses ganze Anki-Lernen nur sinnvoll ist, wenn es wirklich mehrere Monate am Stück ist. Und eben nur so auch wirklich nachhaltig funktionieren kann. Da würdest du jetzt vielleicht sagen, ja, okay, das ganze Problem kann ich ja umgehen, wenn ich von Semesterbeginn an mir einfach ein Anki-Set runterlade von einem Fachschaftsordner oder von einem Kommilitonen, den ich kenne, der das ganze Modul auch geschrieben hat und dann kann ich von Semesterbeginn an alles schon einlernen. Kannst du natürlich machen, aber ich würde es trotzdem nicht tun, weil jeder erstellt ja seine Anki-Karteikarten nach dem, wo er sagt, hey, das ist für mich jetzt was Wichtiges. Das ist jetzt für mich auch so formuliert, wie ich es jetzt verstehe. Und bei Anki wird es eben dann oftmals so sein, oder bei den Karteikarten wird es oftmals so sein, dann sind entweder Punkte teilweise weggelassen, die der Ersteller von den Karteikarten, dein Kumpel oder der Kommilitone, vielleicht nicht für wichtig befunden hat. Oder der Professor hat auch die Klausur ein bisschen verändert, passt das nochmal an, der Stoff ist ein bisschen anderer. Oder er stellt eben die Fragen so, wie sie am Ende gar nicht in der Klausur sind. Das ist nämlich auch oftmals ein Problem, dass eben dann die Karteikarten einfach nur Wissen abfragen, was am Ende gar nicht so in der Klausur abgefragt wird. Also da kann es dann an so vielen Punkten schieflaufen. Also auch das Erstellen von Karteikarten sollte man sich Gedanken darüber machen, weil oftmals lernt man dann oft auch genau das Falsche ein oder konzentriert man sich auf genau den falschen Stoff, das sehe ich auch sehr, sehr häufig. Und dann hat dir das Ganze auch gar nichts gebracht. Also auch diese Abkürzung zu nehmen, zu sagen, ich lasse mir das von einem anderen Kommilitonen geben oder ich erstelle es in ChatGPT, ist noch schlimmer, weil ChatGPT hat auch teilweise noch Falschinformationen oder da hat gar keine Vorstellung davon, worauf der Professor jetzt seinen Wert legt oder wie die Klausuren gefragt werden und lässt auch Informationen weg. Also da würde ich alle Finger von lassen, aber das ist etwas, wieso das, sage ich mal, mit Anki auch nicht funktioniert, wenn du einfach dir ein anderes Set runterlädst. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, okay, wie soll ich denn dann lernen? Wie kann ich es denn schaffen, schon während der Vorlesungszeit das ganze Wissen schon mitzunehmen, dass ich gar nicht in der Klausurvorbereitung kurz vorher alles lernen muss, auch Anki im Grunde gar nicht mehr brauche? Und wie soll ich dann jetzt überhaupt mich richtig vorbereiten? Und da kann ich dir nur mitgeben, wir haben wirklich schon mit Studenten zusammengearbeitet, die haben mit tausenden Karteikarten in Anki jedes Semester gelernt. Und nachdem wir wirklich mal eine gehirnoptimierte Lernstrategie aufgestellt haben, haben sie keine einzige mehr erstellt,
weniger gelernt und trotzdem bessere Noten geschrieben. Und ein Kern von dieser gehirnoptimierten Lernstrategie und von jedem wirklich effektiven und effizienten Lernen ist immer, dass du anfängst, eben die Vorlesung vorzubereiten. Und wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, wenn du in die Vorlesung reingehst und du hast eigentlich gar keine richtige Ahnung, worum es jetzt überhaupt geht, sondern du gehst dann rein und sagst, okay, ich lasse mir jetzt mal vom Professor das Ganze erzählen, ich gucke mir dann die Folien dazu an und im Nachhinein versuche ich dann, mir das zurechtzusuchen, wie das Ganze Sinn macht, dann wirst du auch feststellen, dass es im Nachhinein immer schwerer ist, noch Missverständnisse aufzuarbeiten im Vergleich zu, wenn du im Vorhinein dir, sag ich mal, den Stoff schon mal anschaust, schon mal anguckst, okay, worauf will der Professor denn hinaus? Und dann in der Vorlesung, wenn du dann trotzdem was noch nicht verstehst, kannst du direkt Fragen stellen, du kannst dir direkt notieren, dann nochmal nach der Vorlesung zum Professor hingehen und das nochmal klären. Du bist dann insgesamt viel, viel schneller und tauscht einfach nur dieses Nachbereiten durch ein Vorbereiten aus. Und wirst dadurch merken, dass du dann langfristig vor allem insgesamt sogar weniger Zeit brauchst, aber nach der Vorlesung aus dem Vorlesungssaal rausgehst und sagst, ich habe viel, viel mehr direkt behalten, weil ich mir im Vorhinein schon einen Überblick gemacht habe, schon wusste, worauf es im Grunde hinausgeht, aber dann in der Vorlesung wirklich angefangen hat, alles direkt Sinn zu machen und dann bleibt das Ganze auch direkt effizienter hängen. Das ist im Grunde genauso, wie wenn du selber eine große Party machst zum 18. Geburtstag von dir, dann bereitest du dich ja auch im Vorhinein vor, machst dir Gedanken, wen lade ich ein, wo will ich die Location haben, wie viel Alkohol, wie viel Getränke, wie viel Essen, überhaupt irgendwie Essen, was für Musik. Das sind ja auch Sachen, dass du dich im Vorhinein darauf vorbereitest, damit es dann möglichst reibungslos abläuft. Und genauso solltest du das für die Uni auch ansehen. Insgesamt wirst du durch ein Vorbereiten merken, dass du aus der Vorlesung rausgehst, direkt mehr Wissen abgespeichert hast, das Ganze auch effizienter aufgeschrieben hast. Das heißt, du schreibst nicht mehr einfach nur alles ab oder schreibst alles in Anki-Karteikarten, sondern du kannst es auch direkt kompakter schon aufschreiben, weil es direkt alles anfängt, viel mehr Sinn zu machen. Du musst viel weniger, wenn überhaupt, noch nacharbeiten und bist dann in der Klausurvorbereitung nicht gefühlt wieder von null und musst alles neu lernen, sondern stehst schon bei 60%, 70%, 80%, kannst dich auf die Wissenslücken fokussieren, dadurch wirklich nochmal effektiv und gezielt lernen und dich damit wirklich mit einem guten Gefühl und auch sicher in die Klausur reingehen, ohne jetzt wirklich bis spätabends zu lernen. Und wenn du da nochmal noch mehr Unterstützung willst, wie so eine gehirnoptimierte Lernstrategie individuell für dich aussehen kann, trag dich mal gerne unter dem Video beim ersten Link ein. Da kannst du eine kostenlose Lernanalyse bei uns buchen und dann schauen wir uns mal genau deine Situation an, geben dir konkrete Tipps mit, wie du das für dich umsetzen kannst und dann wünsche ich dir viel Erfolg im kommenden Semester. Dein Niklas. Ciao.